Schau, überall hörst du irgendwelche Sirenen. Da wieder meine besten Freunde. Bro, jetzt denk daran, 4,90 €. Mhm. Allein das. Was sagst du? Wegen einer Bewertung, als Beispiel, ich könnte keine geben. Weil ich, das ist einfach so einzigartig. Das ist so dieses Outstanding. Was geht ab, meine Damen und Herren? Die Bomben her. Mein Name ist Dennis. Und ich bin Dennis. Willkommen bei CP1. Unserem Kanal. Zur heutigen Burger-Tour. Wir machen heute die Burger-Tour für euch. Wir haben drei geile Spots ausgesucht. Erste Station, deine Station. Wie? Burger Station. Ja, das ist Station, sagen wir. Bruder, Station. Das ist die Burger-Station hier im Reumannplatz. That's my ghetto. Und wir werden euch zeigen, was für geile Burger wir jetzt erfüllen werden. Seine Station 2. Lasst euch überraschen. Und Station Nummer 3 ist auch ein Special, was wir uns jetzt überlegt haben. Und wir würden sagen, let's go. Gehen wir. Richtig geile Burger bekommen. Einmal haben wir hier den Double Cheese Burger, der extreme, also perfekt für mich gedacht. Dann haben wir den Station Burger, das ist die Spezialität vom Haus. Und dann, wie es Dennis mag, sehr klassisch, einen Cheeseburger. Brutalität. Bei meiner Fresse wird schon irgendwie gehen, oder? Wie macht ihr das? Ich bin so ein Mensch, ich esse mal meinen Burger und zwischendurch immer die Pommes dazu. Würde mich interessieren, wie ihr das macht. Schreibt es mal rein. Ich sag dir so eins, Bro. Du siehst, ist auf jeden Fall sehr saftig, sehr fettig. Und ihr wisst schon mittlerweile, ich liebe fettige Sachen. Schmeckt dich erst. Die Cocktailsoße, auch wahnsinnig lecker. Man sieht sogar, wie sie hier so runtertropfen möchte. Der Käse, schön angeschmolzen. Die Patties sind sehr lecker, sehr knusprig. Also Burger Station Reumannplatz, mein Ding, mein Ghetto, mein Bezirk. Schaut's vorbei. Ihr habt gesehen, wie alles gemacht wurde, sonst irgendwas. Es ist ein sehr fettes Teil und für 57 Minuten sehr, sehr entspannt. Ich passe mal rein. Sehr, sehr knuspriges Patty. Sehr viel Brot. Das Verhältnis Brot zu Fleisch ist da jetzt nicht so crazy. Bedeutet, ich finde, es ist etwas mehr Brot als Fleisch. Das heißt, das Fleisch könnte ruhig etwas dicker sein. Nicht so dünn. Da müsste das Brötchen etwas dünner sein und nicht so dick zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen finde ich es, vor allem so nach dem Training zum Beispiel, einen sehr, sehr entspannten Burger. Jetzt gehen wir nochmal zum Special Burger. Den testen wir jetzt nochmal gemeinsam. Das Coole an dem Burger ist, wie ihr seht, die karamellisierten Zwiebeln. Und dann natürlich auch der Speck. Keine Sorge, Leute. Halal, wir sind hier mit Rinderspeck unterwegs. Ihr kennt das. Bei mir muss alles halal sein. Bam. Bruder, der erinnert mich gleich an eine Sache. Steakhouse Burger. Nennen wir es, schau, die Zwiebel. Ich schmecke auch gerade Röstzwiebel. Die karamellisierten Zwiebeln. Ein Rinderspeck. Das Gemüse, ist hier Gemüse drin? Minimal. Extrem lecker. Und das mit dem Brot. Ich finde das lustig, weil es ist schon viel Brot, aber ich liebe es, wenn halt in einem Burger mehr Brot ist als Fleisch. Hört sich jetzt komisch an. Ich komme aus Bosnien. Bei uns isst du alles Brot. Ja? Bei uns gibt es nicht sowas wie, du isst Nudeln mit Brot. Das ist, glaube ich, ganz normal. Hört jetzt nicht hier dabei, aber für mich muss Brot einfach richtig fett sein, richtig geil sein, riesig sein und sehr fluffig, wie man hier sieht. Ah, ich hab das Teil mir so richtig jetzt in den Mund schieben, oder? Tantuni haben wir jetzt hier nochmal bekommen von der Burger Station, weil die Burger Station dafür wirklich sehr bekannt ist und laut denen es nicht so leicht zu finden ist hier in Wien. Es ist mariniertes Rindfleisch oder Hühnerfleisch. In dem Fall haben wir Rindfleisch. Ihr habt ja vorher gesehen, wie es zubereitet wurde. Petersilie, bisschen Zwiebeln, Tomate, etwas Zitrone hat man auch hier an die Seite dazu bekommen, werden wir aber bzw. wurde uns schon netterweise reingegeben. Wir müssen das immer einmal im Video erwähnen, weil, so wie unser Kollege Sharo sagen würde,
Bismillah und ran damit. Boah. Also first of all, kommt so dieses wirklich starke, gewürzte Rindfleisch euch hingegen. Etwas leichte Zitrone. Zwiebeln und Tomate im Background, nicht so heftig jetzt. Erinnert mich aber vom Geschmack an so ein Burrito. Also, keine Ahnung, so Hackfleisch einfach, aber nicht wirklich Hack, in so einem Wrap. Habt ihr aber sowas noch nie gegessen. Auch den Geschmack hatte ich noch nie bis jetzt, noch nie im Mund, noch homo. Aber erinnert mich sehr mexikanisch, aber sehr, sehr eigen. Also auch unbedingt hier abchecken. Also nehmt euch mal so einen Station Burger, wenn ihr hier seid, würde ich sagen persönlich. Ich weiß nicht, wie Daniel sagen würde. Ein Station Burger an diese geile Cocktail-Knoblauch-Currysoße, sage ich jetzt einmal. So ein Tantoni mit Rind und vielleicht noch mit Huhn. Teilt euch zu dritt, zu viert. Macht euch einen schönen Abend. Davor wart noch geil pumpen. Und ich schieb das anders. Ich steh sie das, Alter. Zentrumbezirk, ich schau. Überall hörst du irgendwelche Sirenen. Da wieder meine besten Freunde. Ich schwör's dir, Bruder. Warte, ich muss Salam sagen. Assalamu alaikum, meine lieben Freunde. Jetzt gehen wir zur. Bam! Der Smashbox. Smashbox ist sehr, sehr bekannt für den Smashburger. Sie haben die Brötchen wie bei. Wie hieß das nochmal? Shake Shack? Martin's Shake. Martin's was? Also, bleibt dran, Smashburgers mit Shake Shack Brötchen. Wird richtig, richtig geil. Einen ganz besonderen Eistee, und zwar mit Coca-Blatt. Coca-Blatt? Ja, der ist mit ist das Kokain oder was? Der ist mit Coca, ja. Das ist Kokain, wirklich? Geben Sie Koks Werbung? Ja, der ist Coca drin, ja. Was? Stabil. Meine Damen und Herren, ja, wir haben hier einen klassischen, richtig geilen, saftigen Cheeseburger, wie wir hier erkennen können. Du hast dieses nicht präpotente, geile, gegrillte, gesmashte Fleisch. Weiche Potato Buns, wie bei Shake Shack, nur geiler, fluffiger, geiler geschnittener Salat. Da ist so eine leichte Cocktailsoße, sowas ähnliches. Und was man wirklich geil schmeckt, sind ein bisschen die Zwiebeln, weil es wurde ein bisschen mit Zwiebeln angesmashed und mit Senf. Und den Senf ist das erste, was ich geschmeckt habe. Dann kam halt dieser geile Rinder, getoastete, gesmashte Geschmack durch. Oder? Also mit dem habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Sind das die Trüffelfries? Ja, ja. Trüffelpommes? Dann kommt der Schlagraum. No, ehrlich. Ich liebe Trüffel, ehrlich. Und außer, das ist nur Trüffel. Und dieser geile Parmesan. Was sagst du? Gut. Schmeckt? Wir haben jetzt hier den Trüffelburger, Leute. Wie ihr seht, oh, muss ich mal. Ich muss dieses Ding mal spüren. Das ist das Geile, Bruder, wenn ich immer so extreme Sachen teste. Das muss richtig, richtig geil sein. Schau, warte. Ich muss irgendwie sagen, das Boot ist für mich genau. Also wir haben ja vorhin das andere Boot gehabt, ja? Das war ja richtig dick, groß, es hat geil, es hat doch gepasst. Ich liebe ja solche Art von Boot. Aber dieses Boot, wie ihr es hier seht, es ist recht dünn. Aber ich spüre dafür richtig geil dieses Fleisch. Das Fleisch, das frisst sich, dieses Fett vom Fleisch frisst sich so geil in das Brot hinein. Und genau das ist dieser Juice da. Es ist... Zeig jetzt mal. Genau das ist das, was ich meinte, ja? Das Fett hat sich so richtig reingefressen hier. Dennis,
Erzähl also ganz ehrlich, Smashburger, wenn ich jetzt auch müsste, wegen einer Bewertung als Beispiel, ich könnte keine geben. Weil ich, das ist einfach so einzigartig, das ist so dieses Outstandinge. Jetzt no joke, jetzt nicht nur, weil wir jetzt dort waren, hin und her, pipapo, weil manchmal kommt das so rüber, es war krank. Und jetzt, um etwas dem Magen... Mario, wo gehen wir hin? Veganes Eis, würde ich sagen, oder? Bruder, wir gehen veganes Eis essen. Um den Magen abzukühlen, Leute, können wir uns jetzt... Dennis geht veganes Eis essen, und zwar bei Veganista. Ja, wir haben uns einen kleinen Zwischenstopp jetzt gegönnt bei Veganista. Keine Werbung an der Stelle, müssen wir dazu erwähnen. Der letzte Spot, meine Herren, meine Damen, es ist jetzt angebrochen. Der letzte Spot der Burger-Tour wird jetzt schön zelebriert. Wo es hingeht, macht genau jetzt Pause und guess, where are we going, boys? There are nice options here in Vienna City, you know? Ja, meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier bei Lee & Bun Burger angekommen und so wie wir es vorher auch immer hatten, ne? Wir stellen den klassischen, den klassischen Cheeseburger und lassen uns den schön auf der Zunge zergehen, sag ich jetzt mal, auf entspannt. Boah. Wir haben wirklich hier schön softiges Brioche, ein schönes Rinderfleisch-Patty mit zwei Lagen und ich würde einfach sagen, wir beißen einmal rein. Klassischer, ein geiler und entspannter, glaube ich, kann kein Cheeseburger sein. Das ist wirklich so dieses, du denkst an einen schönen, geilen Cheeseburger, Double natürlich. Das da. Wäre gut, oder? Ich muss nicht mal kauen. Das kannst du mit den Lippen so ziehen. Ich schwöre, feier ich. Boah. Ich schwöre, krank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wollte ein bisschen mich wie du fühlen heute. Auf jeden Fall, wir haben jetzt einen geilen Cheeseburger. Gott sei Dank sogar einen Double Cheese, oder? Double Cheeseburger, weil das muss schon ein bisschen mehr drauf sein. Ist mir egal, was du sagst, Bruder. Double ist schon etwas Brutaleres. Ja. Sehr, sehr saftig. Ich will jetzt mich überzeugen, ob das wirklich so soft ist, wie Dennis sagt. Auf jeden Fall das Brot wiederum sehr weich. Es wurde doch gerade frisch gebacken, oder? Habe ich gehört. Vor einer halben Stunde kam es aus dem Ofen raus. Ich rede wieder zu viel. Mir schmeckt es extrem gut. Der Käse mit dem Fleisch schön drinnen. Auch wenn man sieht, er ist nicht so klebrig, sondern hat sich hineingefressen in das Fleisch. Der Salat sehr frisch. Das ist eine schöne Dekoration, ihr wisst, ich stehe nicht so auf Salat, aber ist okay. Boah, jetzt denk daran, 4,90 Euro. Mhm. Allein das. Was sagst du? Der ist besser als ich erwartet hätte auf jeden Fall. Ist, ja, ist ja auch, oder? Für 4,90 kann man auf jeden Fall, also für 4,90 krass, muss man wirklich sagen. Das ist ein sehr leckerer Burger. Auf jeden Fall. Schaut's vorbei. Hier bei uns ein Lion Bun. Lion Bun Burger. Richtig, richtig geile Burger, Leute. Auch für den Preis unvergleichbar. Gut. So, meine lieben Leute, wir sind fertig mit unserer. Okay. Burger Tour. Wir waren zuerst bei unseren Burger Station. Danach waren wir bei der Smashbox. Und jetzt waren wir bei, das kann ich nicht aussprechen: Lion Bun Burger. Lion Bun Burger. Alle drei Burger waren extrem brutal, oder? Was sagst du? Also sind offiziell jetzt CB1 approved, kann man so sagen. Auf jeden Fall. Also mein persönlicher Favorite, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Mario, aber die Smashbox. Der hat heute den ersten Platz abgeräumt. Ja. Safe, also. Nein, da gibt's, also man muss wirklich sagen, Smashbox ist so ein Ding, da gehst du hin, setzt dich entspannt hin auf einen Sonntag, auf einen Samstag, was auch immer. Oder was auch sicher geil ist, bestellst du dir. Gehst nach Hause, wenn du um die Ecke wohnst. Und gönnst dir einfach diesen saftigen, geilen Burger. Dieses Trüffel, was auch dann noch mit dabei war, war auch
Game, also für mich Game Changer. Ich habe davor auch nie Trüffelburger gegessen oder allgemein Trüffel probiert. Und das war erst recht so in diesem Moment für mich so was ganz Neues, was ganz anderes. Besonders diese Spicy Mayo mit dieser Trüffel, nein, was war das? Trüffel Mayo? Auf den Pommes. Auf den Pommes und so, das war richtig, richtig geil, Leute. Also das müsst ihr auf jeden Fall probieren. Und dieser Trüffelburger noch in Kombination mit diesem Trüffel Pommes, oh geil. Burger Station, zweite Nummer. Weil Burger Station hat mir auch extrem gefallen. Es war halt, wie hast du das erklärt? Du hast es eh mal schon erklärt, aber im guten Sinne. Mit diesen, wann würdest du diesen Burger bestellen? Also es ist wirklich so ein Burger, wenn du jetzt wirklich Bock auf Burger hast, auf dieses, ich will es mir wirklich ordentlich geben, auf dieses Bam jetzt, ja, mit dieser geilen Currysoße, dann setz dich dahin, so am Abend, und schnabulierst ja einfach. Und bei Lienbaum Burger sage ich ganz ehrlich, das war eine Überraschung für mich. Ich war positiv überrascht. Bei Dennis war es so, die Soße hat ihn jetzt nicht so zu 100% abgeholt. Ich war am Anfang auch skeptisch, weil ich Essiggurken-Fan nicht jetzt so bin. Aber ich muss sagen, das Brötchen war einfach nur eine 10 von 10. Für mich persönlich. Ja, in diesem Sinne, checkst du die drei Burgerläden ab. Also CB1 war vor Ort. Wir haben uns das angeschaut. Dennis und Dennis haben das abgecheckt. Nicht heute vergessen. Special Guest Mario, nochmal vielen lieben Dank, genau, an der danke Stelle. Danke an Mario für heute. Kuss, geht spontan raus. Coolen Trip mit ihm zusammen. Also wirklich sehr, sehr schön. Sehr viel gelacht. Sehr viel gegessen. Ja, wir haben alle drei viel gegessen. Sehr viel. In Sinne würde es uns auch noch freuen, wenn ihr wirklich unseren Kanal noch abonnieren, liken würdet. Teilt CB1, eskaliert es wieder jedes Mal. Und Leute, drei Sachen fehlen noch. Und zwar: Stay fresh, stay tuned und stay hungry!